Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Mürztal aktuell. Kommenden Samstag findet im Aflenzer Festsaal der bereits 7. Diabetikertag statt. Ärzte aus unterschiedlichen medizinischen Bereichen referieren über Diabetes und ihre Folgen. Höchst erfolgreich hat man in den letzten Jahren den Diabetikertag in Aflenz organisiert. Der Zulauf und die Akzeptanz dieses Tages sprach für sich, diesen auch beizubehalten. Die Zahl sagt, es ist der 7. Die Akzeptanz und der Zulauf war in den letzten Jahren sehr gut und deshalb haben wir uns entschlossen, auch heuer wieder einen zu machen. Wir versuchen jedes Jahr was Interessantes fürs Publikum zu bieten. Das scheint uns gelungen zu sein. Der Zulauf ist sehr gut und deshalb auch wieder heuer einer. Wie viele Leute besuchen diesen Diabetikertag? Gibt es nur Diabetiker, die sich dafür interessieren oder auch außenstehendes Publikum? Es sind hauptsächlich selbst betroffene Diabetiker, also Patienten, Leute, die unter dieser Krankheit leiden. Und es kommen pro Jahr so zwischen 300 und 400 Personen, die die Industrieausstellung besuchen. Und am Nachmittag bei den Vorträgen sind ungefähr die Hälfte jeweils anwesend. Zwei Referenten mit unterschiedlichen Themen bereichern diesen Diabetikertag. Der erste Vortrag von der Frau Dr. Paar ist immer das, wo ich versuche, ein bisschen was Besonderes hineinzubringen. Voriges Jahr habe ich Recht und Diabetes gehabt, heuer Zahnmedizin und Diabetes. Das ist ein bisschen was Spannendes sein, weil Diätologen und ähnliche Informationen, die gibt es relativ oft. Zahnmedizin und Diabetes nicht so oft. Also es dreht sich hauptsächlich um den Konsum von Nahrungsmitteln, was das für Auswirkungen auf die Zähne hat und wie das mit Diabetes zusammenhängt, wie der Titel schon sagt, Zucker und Zahn. Und der andere ist, der Dr. Viktor Wutzl ist, nimmt dem, dass er mein Nachbar ist und guter Freund ist, ist er so nett, heuer endlich einmal einen Vortrag bei uns zu halten, ist der Departementleiter für Innere Medizin am LKL oben und der ausgewiesene Experte auf dem Thema Diabetes. Zuckerkrankheiten oder Diabetes ist die Bezeichnung für eine Gruppe von Stoffwechselkrankheiten, über die man nie genug in Erfahrung bringen kann. Der 7. Diabetikertag am kommenden Samstag im Aflenzer Festsaal bringt Interessenten auf alle Fälle weitere Informationen. Am Samstag, dem 22. März, finden im Brucker Kulturhaus Stadtsaal wieder die Miss und Mr. Styria-Wahlen 2014 statt. Mittendrin auch eine waschechte Bruckerin. Sie heißt Claudia Dornhofer, ist 20 Jahre jung und Studentin. Und nebenbei jobbt sie bei McDonald's in Bruck an der Mur. Auf der einen Seite studiere ich eben und neben dem Studium arbeite ich bei McDonald's. Und es ist einfach eine super Sache, es lässt sich einfach gut vereinbaren mit meinem Studium. Also ich habe flexible Arbeitszeiten und einfach, da es in der Nähe ist, bin ich schnell hier, ich kann mit dem Rad herfahren. Also ich habe super Kollegen, wir sind ein super Team, also im Team arbeiten, das taugt mir und ja, bin sehr zufrieden hier bei McDonald's. Auf der einen Seite das Studium, auf der anderen Seite das Jobben bei McDonald's und dann noch Modeln. Kann man das eigentlich vereinbaren? Ich finde es immer gut, wenn man ein zweites Standbein hat und deshalb möchte ich schon das Studium beenden und wirklich einen Beruf haben. Und wenn es sich wirklich ergeben sollte, würde ich natürlich auch in diese Richtung weitergehen. Um den Titel einer Mysteria zu erreichen, müssen schon einige Faktoren zusammenspielen. Und nicht nur das Äußere zählt. Vorbereitung auf so eine Wahl ist daher sehr wichtig. Naja, auf der einen Seite Posen üben vom Spiegel, das gehört schon dazu. Ein bisschen Interviewproben, das heißt, dass man wirklich sich gut ausdrücken kann. Und natürlich auch etwas trainieren, also dass man, der Körper spielt ja auch eine Rolle. Das sind so die drei Hauptpunkte, würde ich sagen. Und dann auf der Bühne ist es wichtig, dass man einfach eine gute Ausstrahlung hat und zeigt, dass man Spaß an der Sache hat. Das heißt einfach fröhlich sein und ja. Ja, und vor allem die Mitbewerberinnen zu besiegen. Sind alle super sympathisch, die Jungs und die Mädels und ja, eine super Gruppe eigentlich. Also noch keine Spur von Konkurrenzkampf oder Zickenkrieg. Kann man hoffen, dass dies so bleibt. Und da Bruck schon einmal eine Miss World hervorbrachte, denkt man vielleicht auch schon über die Mysteria-Wahl hinaus. Ja, natürlich. Also ich denke mal, das ist jetzt einmal der erste kleine Schritt und dann schauen wir weiter. Als nächstes gibt es ja dann die Miss Austria-Wahl. Das heißt, wenn ich unter die ersten zwei komme, geht es in die Richtung weiter und alles, was danach kommt, ist natürlich anzustreben und wäre in meinem Sinne. Wir halten der sympathischen Brokerin jedenfalls die Daumen und vielleicht zählen auch Sie bald zu den Menschen, die sagen können, dass sie von einer Miss bei McDonald's Bruck an der Mur bedient wurden. Im Parlament in Wien fand kürzlich eine Pressekonferenz zum Thema der Patient im Mittelpunkt statt. SPÖ-Gesundheitssprecher und Nationalrat Erwin Spindelberger sprach gesundheitspolitische Arbeitsschwerpunkte für die Legislaturperiode 2013 bis 2018 an.
Besonderes Augenmerk wird dabei auf die Kinder- und Jugendgesundheit und die schrittweise Umsetzung der elektronischen Gesundheitsakte ELGA gelegt. Gesundheitsreform heißt nichts anderes, wir wollen effizienter das ganze Gesundheitssystem gestalten und vor allem, und das ist mir jetzt als Steirer wichtig, den ländlichen Raum stärken. Das heißt, wir wollen schauen, dass wir die ärztliche Versorgung, aber auch die Versorgung mit Medikamenten vor Ort gewährleisten und dazu brauchen wir natürlich alle Partner im Gesundheitsbereich, ob das jetzt die Krankenhäuser sind, ob das die Ärzte selbst sind, aber auch die Apotheker, genauso wie wir zu dieser Gesundheitsreform diese elektronische Gesundheitsakte ELGA brauchen. Die Gesundheitsreform ist eines der maßgeblichen Reformprojekte der österreichischen Bundesregierung. Gemeinsam mit den Ländern gilt es nun, gesetzliche Rahmenbedingungen zu schaffen. Obwohl das österreichische Gesundheitssystem eines der besten der Welt ist, muss es Ziel einer verantwortlichen Gesundheitspolitik sein, die Qualität der Behandlungen kontinuierlich zu steigern. Also das Wichtigste ist bei der Gesundheitsreform, dass der Blickpunkt der Patientinnen und Patienten im Vordergrund steht. Es geht mir darum, auch neue Leistungen anzubieten. Es ist ja gelungen, in diesem Quartal die Mammographie-Screening einzuführen. Es ist gelungen, die Hebammenberatungen im Mutter-Kind-Pass einzubringen. Und wir haben jetzt eingeführt die HPV-Impfung für Kinder ab der vierten Schulstufe und es ist auch möglich, Nachimpfungen zu machen. Trotz Sparmaßnahmen in der EU muss eine qualitativ hochwertige medizinische Versorgung für alle Patienten gesichert bleiben. Ja, vor allem muss man sagen, mit Ausnahme von Deutschland und Niederlanden sind ja praktisch alle Länder mittlerweile der Europäischen Union nicht nur zum Sparen gezwungen, sparen muss ja jeder, sondern wirklich zum Kürzen von Leistungen. Und mit den Verantwortlichen, die hier im Gesundheitsbereich tätig sind, gibt es halt eine Vorgabe, die heißt, es darf nicht von der Brieftasche eines Menschen abhängig sein, ob er sich eine Behandlung leisten kann oder nicht. Es darf auch nicht das Alter ausschlaggebend sein, ob man noch eine Hüftoperation kriegt, wie das in anderen Ländern der Fall ist. Also wir haben da eine klare Linie als Österreicher und die verteidigen wir auch in diesen schwierigen Zeiten. Brustkrebs-Screening neu, Weiterentwicklung des Mutter-Kind-Passes, bessere Patientenorientierung und stärkere Primärversorgung sind nur einige der Schwerpunkte der Reform. Um die Gesundheitsreform umzusetzen, ist konstruktive Zusammenarbeit mit allen Gesundheitsdienstanbietern erforderlich. Zum Wohle der Patienten. Siebenter Diabetikertag in Afflens Kurort. Am Samstag, dem 22. März im Festsaal Afflens Kurort. Industrieausstellung ab 10 Uhr. Vorträge ab 13 Uhr mit Dr. Nicole Bahr, Zahnärztin in Afflens Kurort zum Thema Zucker und Zahn. Sowie Dr. Viktor Wutzel, Departmentleiter für Allgemeine Innere Medizin und Intensivmedizin am LKH Leoben zum Thema Prävention von Spätfolgen bei Diabetes. Siebenter Diabetikertag in Afflens Kurort. Am Samstag, dem 22. März im Festsaal Afflens Kurort. Am Donnerstag gab es in der Steiermark strahlend sonniges und frühlingshaft mildes Wetter. Die Höchstwerte erreichten 16 bis 22 Grad. Auch der Freitag bringt überaus mildes und sehr sonniges Frühlingswetter. Teilweise wird es mit Südwestwind leicht föhnig. Die hohen Schleierwolken sollten den Sonnenschein kaum beeinträchtigen. Die Frühwerte am Freitag liegen bei minus 2 bis plus 4 Grad. Die Tageshöchsttemperaturen bei 17 bis 22 Grad. Besser könnte der Start in den Frühling kaum verlaufen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.